Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bausimulator 2015 zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. Hallo. Lehrling Achim ist auf jeden Fall wieder da. Und ja, wir hatten in der letzten Folge unser Projekt fertig gemacht und jetzt schauen wir mal, was wir noch so machen können. Modernes Einfamilienhaus mit Holzverkleidung. Villa mit gepflasterter Einfahrt. Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachboden, das haben wir ja schon. Construction Transporter und Villa mit gepflasterter Einfahrt, das können wir aber nicht machen, warum nicht? Achso, du benötigst einen Ladekran, um das zu machen. Okay, dann würde ich erstmal behaupten, wir machen die Villa mit gepflasterten Dingen. Da müssen wir viel baggern, transportieren. Marco, kannst du mal dein Headset da irgendwie fixen? Und ja, Auftrag annehmen, ne? So, fahrt einen kleinen Bagger zur Baustelle. Pack mal den Bagger hier hinten auf den, ne? Ja. Mal eben gucken, wie fährt man denn das Ding hier aus? So vielleicht? Ja. So. Fahren wir drauf, das Ding. Eieiei. Boah. Boah. Als wenn der Toto nie was anderes gemacht hätte. Ja. Na doch. War das Ding? Ja, ja, ja. Gut. Ladung befestigt. Keine Person. Komm, steig aus da. Nee, warte, fahr den Arm noch ein. Ja, will ich doch. Oh. So. Ehrlich? Ja. Dann bitte raus, aussteigen. Nicht genügend Platz zum Aussteigen. Ach, so jetzt. Der Arim steht in dem Weg. Wie immer. Warte mal. So. Ladung ist befestigt. Dann nochmal eben hier die Kiste hier hinten einfahren. Kann ich ein. Bist du schwanger oder was ist los? Kannst du mal bitte da rausgehen? Dankeschön. Wieso, du kannst reinfahren? Nee, da hat er mir gerade gesagt. Was hat er denn gesagt? Ja. Ach, jetzt. Ein. Moment mal. Azubi Achim, raus. Dodo, komm mal vorne hier. Was sind denn hier für Marotten? Los, hinten in den... Achim hat heute Geburtstag. Ach. Du kannst mal vorne sitzen. Spitzfüße müssen eingefahren sein. Oh mein Gott, was ist denn hier los, ey? Ja. Deswegen ging das nicht. Ich habe Shift Q gedrückt und nicht Shift Dingen. Eine Person in transportiertem Fahrzeug erlaubt. War mir so klar. Du läufst. Oh, du Spinner, ey. So. Manus mir auf den Sack, der schreibt mir die ganze Zeit ins Skype. So, wir sind da.
Mal eben. Wie ist das mit neuen Fahrzeugen? Ja, wir gehen gleich mal einkaufen. Gut. Ah, das Ding da runter. Ja. Nee, der ist doch los. Ach ja, jetzt. Ich muss den Regler wieder wegfahren. Weil Ari gleich braucht einen Container. Toro Boro baggert wieder. Nee, das war ganz super. Ich? Ja. Naja, hallo, du warst zwei Tage krank. Also, wie man mit der Frühstück. Ja. Du hast noch nichts gemacht hier, der Lehrling 8. Ja. So, komm, wir setzen uns schon mal in die Bauware hier. Ja. Ach, wo ist er, Achim? Wo ist er dann? Ich glaube, wir müssen eben Ladung, Dinger hier holen. Was? Ja, Material. Nee. Achim besorgt gerade einen Containergegner von aus beim Baustoffhändler. Ja. Ja. Ach, wir müssen Container holen. Ja, ich war gerade auf dem Desktop, deswegen. So, holst du den Container oder was? Ich bin schon da, fast. Ach, der kommt da angeheizt. Ah, das. Komm, fahr drauf das Ding hier. Häng irgendwo fest. Jetzt. Oje, oje. Jetzt geht's los hier. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was hier abgeht. Außer, dass er sich hier durch die Gegend. Ich dachte mal ein Stück normal. Bagger den markierten Bereich aus. Ich bagger. Ach. Jetzt da lang. Da. Jetzt geht's los. Ah ne, der hüpft so. Mann, Manus. Ups. Toto, komm, wir fahren schon mal in den Gartenhandel. Nee. Was denn? Nee. Stell hier mal das Ding hier mal anders. Ei. Wohin fährst du, Marco? Einmal hier vorne parken. Weil sonst hängt das gleich wieder, damit wir die Fahrzeuge rausfahren müssen.
Also Baggerfahren ist ein bisschen anspruchsvoller und ein paar mehr Tasten. So. Oh, oh, oh. Soll ich im Container was umsetzen? Ja, das habe ich dir vorhin gerade schon gesagt. Dankeschön. Ich warte eben hier. Und der erste hat auch schon wieder Feuer. Der ist doch morgen wieder krank. Ja, wahrscheinlich. Ich höre mich gar nicht. Die können mich mal am Arsch legen hier. Sollen sie den Scheiß auch selbst machen? Ja. Ich bringe morgen die Kündigung ein, die Pisser. Also, liebe Leute, wir brauchen neue Lehrling. Ja. Aber bitte diesmal einer, der auch was kann. Den hat er jetzt perfekt hingesetzt. Ja, das hat er mal gut gemacht. Marco, bitte verlass uns nicht. Wir merken gerade, dass aus dem doch noch was werden kann. Wenn du so zwei Ausbilder hast. Ganz ehrlich, wenn ich Auszubildender wäre und einer würde davor sitzen, so wie ich, dann würde ich eigentlich auch keinen Bock mehr, Alter. Dann würde ich auch sagen, weißt du was, leg mich doch am Arsch. Ei. Ah. Das darf doch nicht wahr sein. Warte, ich lese gerade nochmal. Nee, bagge den Maketenbereich aus und ich füll den wieder auf. Ja. Die Baggesteuerung ist so scheiße. Ey, leck mich am Arsch, ey. Dann pack nur rum. Im Controller ist das einfach. Oh. Ey. Aber ist die Enemy schon locker. Schon fast wieder schief gegangen. Ja. Oh. So, zwei Löcher haben wir schon mal. Oh Mann, ey. Das Game ist so geil. Ne? Ey. Man könnte jetzt glauben, das war mit Absicht, aber das war es wirklich nicht. Oh, fett. Na komm, Freezy, wir lernen das schon noch. Das geht auf jeden Fall. So. Muss ich hier S drücken? Einen Moment mal. So. Ui, jetzt hast du aber Fortschritt gemacht. Bist du gerade der Frosch spielen, oder? Oder dein Sohn. Mario und Josef, ey. Auf jeden Fall. Nein! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte, dass er fertig baggert. Naja. Darf ich sie wieder dir noch was, oder? Ja. Beide Stadt, eine Arbeit, zwei gucken zu.
müsste wir sie jetzt auch noch hier stehen. Ja, da stehen drei Mann vom Loch und machen. Ja, oder schneiden mit der Motorsäge die Hecke. Ja. Hier, ich kann das selbst mit Controller nicht. Es sah am Anfang sehr gut aus, aber nicht genügend Platz zum Aussteigen. Hier, Lehrling, mach du mal, damit du auch was lernst. Wir machen Mittag. Ja. So, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr noch mehr von meinen wunderschönen Bagger-Fahr-Skills sehen wollt, dann schaltet zur nächsten Folge wieder ein und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.